Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK. Ja, da sind wir wieder, drei Chaoten auf dem Weg ins Unglück oder ins Glück, das wissen wir noch nicht so richtig. Ich würde sagen, zwei Chaoten auf dem Weg zum Glück und ein Chaot auf dem Weg ins Unglück. Ah, da bin ich wieder mit gemeint. Ja klar, wer denn sonst? Ja. Dabei ist wieder der liebe Wanderer und der liebe Spock. Ja, und ich, der Sporstenmaul. Ja, und was machen wir denn heute oder in dieser Aufnahmesitzung? Wir wollen mal schauen, ob wir eventuell damit anfangen, unser Grundstück hier zu umranden mit hohen Mauern. Ja, dann, ja. Das heißt, jede Menge Material farmen und gucken und machen und tun. Vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen jagen und gucken, was noch so in der Umgebung los ist, wie da drüben so zum Beispiel so eine Lootbox holen. Der weiße Strahl da zum Beispiel. Ja, ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das alles machen. Genau. Ja, hallo und moin. Und ich werde da oben habe ich beschlossen, einen kleinen Aufgang bauen, weil da gibt es nämlich auch manchmal eine Lootbox, auf die wir aber so schlecht hochkommen. Also ich mache einen kleinen Aufgang, damit wir da hoch können. Da genau. Kommt nämlich schon wieder einer. Ah ne, der ist weiter weg. Naja, auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß. Information. Der Aufgang sollte ein bisschen größer sein. Weil warum? Da oben soll die Fabrik hin. Was willst du da hin machen? Die Fabrik? Naja. Ja, der Riesenschmelzofen, der Fabrikator. Ah ja, das ist gut. Das machen wir. Der Industriegrill. Aber Leute, dann können wir doch die Lootbox, verhindern wir doch die Lootbox, oder nicht? Nö, die Lootboxen knallen auch unser Haus drauf, wenn die da runterkommt, rein zufällig. Ach so, ja, das ist doch gut, dann machen wir das. Dann baue ich mal einen schönen großen Aufgang, ne? Jo. Hab ja ein bisschen Erfahrung mit sowas. Ja, das ist doch die Idee. Mal gucken, von wo aus. Ich hatte hier schon was angefangen. Dann ist das natürlich zu klein. So, das nehme ich gleich mal wieder weg. Ja, ja, hallo und moin natürlich erstmal, ne? Jo. Also, ich brauche auf jeden Fall viel Material. Ich werde jetzt erstmal... Hä? Was ist los? Was machst du denn hier, Lulu? Hä? Hier wird nicht rumgeschrien. Und du schreist ja gefälligst gar nicht rum, Killer 1. Und Susi, sei gefälligst leise. Puh, die Rumschreierei hier. Ich glaube, ich brauche noch ein Tragetier. Irgendwie. Der kann doch nicht viel tragen, meiner hier, ne? Und was haben wir denn? 1586? Doch, das könnte klappen. Wie viel kann ich tragen? Ein da muss ich hin. Ja, das müsste klappen. Dann nehme ich den mit. Nehme ich mal meine Bergung mit. So, dann holen wir jetzt mal Material. So, nur mal gucken, wo. Stopp. Erstmal leer räumen. Was habe ich denn hier noch? Nichts von Bedeutung. Hier ist auch nur Klamotten. Gut, Stroh. Stroh haben wir schon mal ganz gut. Das packe ich lieber, denn das gehört hier nicht hin. Das packe ich erstmal raus. Das Fleisch kann auch erstmal hier hin. Die brauche ich im Moment auch nicht, oder? Nö. Das habe ich hier drin. Was zum Anziehen. Ah ja, hier sind die anderen Sachen. Das packe ich da jetzt erstmal zu. Ja, ich belasse mich jetzt mal am besten nicht mit vielen Sachen. Die nehmen wir auch raus. So. Die Sachen. Das lasse ich hier. So. Wir brauchen Stroh. Wir brauchen
Holz und ich meine, wir brauchen auch Steine. Jawohl, das bringen wir auch noch hier rein. Und das werden wir jetzt besorgen, weil wir brauchen davon Tonnen. Eigentlich brauchen wir Tonnen davon. Moment, hier rein oder ja doch hier rein. Kann ich nur wieder ein bisschen Schießpulver machen. So, hier habe ich Schießpulver, sehr schön. Dann machen wir noch ein paar Kugeln. So, mal gucken, wie viel können wir denn machen? Ach, das ist wieder nicht genug. Ja, wir brauchen die sechsfache Menge an Schießpulver gegenüber Metallbaren. Das ist das Problem. Wir müssen also unbedingt noch Schießpulver machen. So, wir haben auf jeden Fall eine Pike dabei, den Revolver, die Spitzhacke, das Beil. Zu essen habe ich nicht dabei, Moment. Da ist schon einiges fertig, so, gut. Okay. Ah ja, jetzt habe ich aber genug. Die Pumpe behalte ich mal, das tun wir auch dorthin. Den packe ich auch zur Sicherheit. Den packen wir nach unten. So. Schaut nicht. So, ja, was los? Komm, Abmarsch. Wir müssen Steine holen. Oh, du bist aber lahm, ey. Ich muss dich, glaube ich, mal auf Geschwindigkeit bringen hier. Das ist ja auch nur 187. Das ist für den ein bisschen langsam. So. Was haben wir denn hier? Hier liegen doch schon Steine. Ups. So, Spitzhacke oder Axt? Mal gucken. 66. 6? Ah, Feuersteine. Nee. Axt. So. Alt. Ich muss mich mal auf Folgen bringen. Moment. Verhalten, Folgen aktiviert. Komm, geht los. Ups, ich sehe nichts mehr. Boing. Dann mach die Äuglein auf. Nee, die Steine flogen mir vor der Nase rum. Weißt du, die Reste, die da so immer sind. Warum bin ich denn jetzt schon wieder um das Gelände herum? Ich bin gar nicht weit gegangen. Komm, das ist doof. Ich geh zurück. Kommst mit? Ja. Komm. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir die Pike noch, die Hacke, weil wir brauchen auch Stroh. Oh, ein bisschen Feuerstein können wir auch brauchen. So, da unten ist was. Komm, wir holen uns das. Gucken, was wir kriegen. Oh, wieder diese komischen Wasserdinger hier. Was haben wir denn bekommen? Ja, davon haben wir auch schon genug. Von den Beeten und den Kompostbehältern. Steinwasserrohr habe ich doch auch schon ein paar in der Kiste. Die brauchen wir auch alle noch. Wir müssen ja, noch Gewächs ausbauen.
Aber jetzt schon? Fressen ja kein Brot, die könnt ihr ja sammeln oder bei mir im Schrank packen. Hast du einen speziellen Schrank dafür? Nö, ich baue nicht so viele Schränke, da komme ich nur mit dem ganzen Zeug durcheinander. Okay. Ich habe hier einen Schrank stehen, da dürft ihr es reinpacken, dann ist es erstmal in Sicherheit. Ja, ich packe das schon in meine Schränke mit rein. Das ist... Ja, aber wir kennen ja deine Schränke, außen Augen, außen Sinn. Nee, ich mach das jetzt mal genau andersrum. Da bin ich ja mal gespannt. Aus den Sinn, aus den Augen, oder wo was? Wo ist denn meine Pike? Wo ist denn meine Pike? Wo ist die Munition geblieben? Ich hab sie doch ganz genau abgelegt. Ihr seid Zeugen, ich hab's abgelegt. Wo ist es? Ja. Was ist denn los hier? Warum wird hier rumgeeiert? Nein. Ich habe ganz bewusst nur zwei Schränke stehen. Die sind allerdings schon wieder fast voll. So ein Scheiß. Nee, da sind keine. Moment. Ich suche eigentlich noch eine Schildkröte. Hallo, Schildkröte. Wolltest du endlich mal bei einem Wettrennen gewinnen, oder was? Ja. Klar doch, ich will auch mal gewinnen. Gewinn doch sonst nie. Oh, immerhin reicht ein Schlag, um einen dicken, fetten Baum zu killen hier. So, wo sind jetzt wieder die Steine? Ich habe wieder keine Steine, Leute. Ah, da sind wieder welche. Warte mal, der könnte auch noch gehen. So. Jo. Mann, ich glaube, ich kann alleine loslaufen. Jetzt werde ich langsamer. Ich glaube, ich könnte mir doch mal unserem Reittier etwas geben. Moment, wie viel haben wir denn? Ach, wir haben doch erst 819. Na gut, pass auf, du kriegst jetzt, kannst hier noch ein bisschen mehr. Ja. Nicht rumgurgeln. So, du kriegst jetzt noch. Ach, ich schmeiße alles rüber. So. Was haben wir denn? 815. Na, da können wir noch ein paar Sachen holen. Oh, da ist einer. Was los? Verdufte. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Ich glaube, ich brauche Holz. Was bist du für einer? Ein, wie heißt das? Calicotherium. Was für eine Krankheit? Ja, Calicotherium oder so. Irgend so ein Tier. Ein Tier. Sieht aus wie... Hyäne. Eine Hyäne wäre das fast. Ist aber keine Hyäne. So, ich glaube, Holz haben wir genug. Wie sieht das mit Stroh aus? Oh, Moment, hier ist irgendwas, was uns gleich ärgern wird, was? Moment. Oh, da hat er geschissen. Warst du das? Hey, wo bist du? Hey, Beta, komm her. Ach so. Ja, komm, lass mich. Ich helfe dir doch. Hast du sie, Beta? Nein, wo ist mein blöder Speer? Du böser, du. Kannst du nicht mal Beta hören? Beta, bist du noch in Ordnung? Moment.
Bleib mal stehen. Ja, ist aber nur leicht beschädigt. Komm, Bertha, geht weiter. Holzfäller vom Land. Ja, wir sind halt gut gelevelt. Normalerweise dauert das natürlich länger. Nö. Wenn ich gegen Baum haue und ich auf der Baum fällt um, dauert das viel länger. Das hat nichts mit dem Level zu tun. Nee, womit denn? Server-Einstellung und Werkzeug. Na gut. Also, Server ist gut eingestellt, allerdings auch, warte mal, ist das nicht hier eine andere? War hier noch eine zweite Ruine? Auf der Insel? Ja. Oben irgendwo auf dem Berg, ne? Ja. Okay, dann bin ich da gerade gelandet. So. So. Auf welcher Seite bin ich eigentlich von der Insel? Da gucken wir doch mal. Gott. Okay. Ey, ich bin gerade Karte gucken. Stören mich nicht, du. Blödes Miststück, du. Ey, wo bist du hin? Wo wurde denn hin? Ha! Der war schuld. Ist okay. Jo, alles gut. Pass auf, du kannst gleich nochmal hier was übernehmen. Kann ich nämlich wieder, wie voll bist du denn jetzt? Ja? Zeig mal 1000. Ja, das ist gut. Wo ist denn mein ganzes Fleisch? Ach, da. Ja, Fleisch haben wir auch ein bisschen. Ja, da können wir noch 300, 400. Alles gut. Guck mich nicht so traurig an, du. Knubbelig, du. Warte mal, die Knubschaugen. Ja, wenn ich dich als Härchen hätte, würde ich dich auch traurig angucken, weil ich weiß, ich werde sterben. Das ist nicht so. Wir sind hier tapfer am Sammeln. Noch. Noch, ja, aber hier ist ja auch nichts Großartiges. Doch nicht. Da, solange ich dem Raptor nicht begegne, ist alles gut. Jedenfalls nicht beim wenn der Alpha-Raptor. Ich werde hier mal die Steine wegklopfen. Die sind alle im Weg. Huch. Boing. So, Ruine, ja. Ups. Wie Stroh haben wir eigentlich? Ich weiß gar nicht. Wir brauchen noch etwas Stroh. Ja, ist natürlich unrealistisch. Einmal gegen den Baum schlagen und der Baum fällt um, vor allem wenn die so dick sind. Gar nicht wahr. Machst du das auch in der Realität? Ja, klar. Oh Mann, du gibst den großen Bagger, ne? Ich gucke nur den Baum an, da fällt der schon um. Aha, freiwillig. Genau. Ja, das weiß die Community ja auch.
Man kann das natürlich auch ein bisschen besser einstellen, dass die Bäume nicht sofort umfallen, dass man erstmal ein paar Mal drauf rumkloppen muss. Ja, aber ist ja in Ordnung. Ich habe damit ja eigentlich kein Problem. Ich hatte nur das Bedürfnis, es mal zu erklären. Ja, nur von der Optik her wäre es angenehmer, der Baum würde nicht sofort umfallen. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht weiter tragisch. So, ich weiß jetzt nicht, warte mal, wie schwer bist du jetzt? Moment, komm, wir sind noch nicht fertig mit Sammeln. Wie schwer ich bin, das geht dich überhaupt nichts an. Dich habe ich doch gar nicht gemeint. Warte mal, du könntest noch mal Geschwindigkeit bekommen. Das noch? Warum geht das nicht rüber? Ach, du hast Maximum. Nee, warte mal, dann kannst du nicht mehr laufen. Ich tue den mal ab. Ich glaube, ich nehme mal ein Steinhäufchen ab. So. Das müsste problemlos gehen. Das geht nicht. Ich bin im Sprung, Leute. Im Sprung. Haha, Baum gekillt. Oh, mein. Naja, gut, auf Steine muss man trotzdem über nur ein, zwei, dreimal draufhauen. Also, oh. Ich nicht. Nur bei Bäumen geht das. Es kommt immer auf die Größe des Steins, glaube ich, an. Drei. Baum haue ich sofort mit einem Schlag weg. Drei. Ich hoffe, ich habe genug Stroh. Ich gucke jetzt aber nicht nochmal nach. Ich meine, wir haben schon einiges. Brauchen vor allen Dingen noch ein bisschen Holz. Steine und Holz. Ja, ich bin natürlich hochgelevelt, deswegen kann ich auch so viel tragen, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich habe ja auch auf Tragen gelevelt. Dazu sage ich jetzt ja nichts, ne? Nee, halt Mund. Ist am besten. Ich weiß, dass das nicht nach deinem Gusto ist. Oh, was liegt denn hier? Bist du tot? Und bist du da gestorben? Komm, wer soll gestorben sein? Ja, irgendeiner ist hier gestorben. Der hat drei Speere bei sich. Wie hat er die denn gegessen? Die muss ja quer im Magen gelegen haben. Irgend so ein Raptor, glaube ich, war das so ein einfacher, aber nur. Hier liegt noch einer. Raptor, ja. Wer hat die denn erledigt? Bock war doch hier gar nicht. Meinst du? Ja. Ich laufe hier nämlich mehr oder weniger durcheinander und gerade zu kurz und quer, hätte ich eigentlich ja gesehen. Wann läufst du mal nicht durcheinander? Ich laufe immer durcheinander. Ich holze hier den ganzen Wald weg. Sag das nicht zu laut, sonst kriegst du Ärger mit der Greta. Oh Mann. Greta, ich hau den Wald weg. Warte mal, der gefällt mir doch da hinten. Was ist denn das? Wo bin ich überhaupt? Ich muss erst mal gucken, auf welcher Ecke der Insel. Ey! Hast du? Beiß sie tot. Ich meine, die Fliege. Wo bist du hin? Hey, hast du? Wo ist ich? Hast du? Komm, geht wieder zurück. Wir müssen ein bisschen was holen. Ah, da hinten ist da noch was, was wir mitnehmen könnten.
Ippi, was bist du für einer? Nö, du bist ja schon 44, wie viel ich bin. Noch eine? Du kannst dich mal... Guck mal, hier sind wieder Steine, die können wir da mitnehmen. So. Ich glaube, wir haben auch erstmal genug. Wer haut denn da? Ach, der Bossmoll ist da unten. So, ah ja, wir sind auf der Seite. Okay, komm. Hallo, wo bist du? Komm. Bertha, was ist los? Mach jetzt nicht, du bist nicht zu schwer. Komm. So schwer ist das ja nur auch nicht, was du da trägst. Könnte ja sogar ich besser tragen. Ach, das nicht. Ja, Bertha muss noch ist noch nicht ausgelevelt, also. Die kann noch nicht genug tragen. Kann ich dagegen hauen? Nö. Bertha ist auch eigentlich kein Tragetier, ne? Nein, aber im Moment ist sie. Doch, sie ist im Moment ein Tragetier. Ja, aber von Natur aus nicht. Nein, das ist mir schon völlig klar. Aber ich habe im Moment kein anderes Tragetier. Ich muss noch mal. Dann würde ich mir mal ein anderes Tragetier besorgen, ne? Ja, ich gehe ja schon. Ich hole ja gleich einen Triceratops oder so. Oder Triceratops, glaube ich. Warte mal, den Stein. Das scheint nur einer zu sein. Den nehmen wir noch mit. So, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich genug Sachen erstmal. Da ist noch ein Stein, den möchte ich noch haben. Ja, die spawnen relativ schnell. Wir haben das also auf relativ schnell eingestellt. War doch so, ne? Jo. So, dass wir immer genügend Material farmen können. Weil das haben wir ja vorhin alles hier weggenommen. Gut, ich baue jetzt eine Rampe. Oh je. Ja, das wird schlecht. Ja. Bau du mal lieber dein Haus und mach ich dir ein Loch rein. Da hast du noch ein Fenster. Jetzt muss ich noch mal... Warum, dass ich nicht deine Bude abreiße? Oh Mann, oh Mann. Ich werde gleich wieder bedroht, seht ihr? Jetzt muss ich noch mal überlegen, von wo aus wir da am besten hochgehen. Komm mit, Bertha, komm. Ich glaube, von hier geht es am besten. Hier brauchen wir nicht so viel... Hier zwischen. Da müssten wir eigentlich recht gut hochkommen. Was wollen wir da oben hinbauen? Immer noch die Fabrik. Ja gut, aber dann brauchen wir doch nur eine Rampe aus maximal zwei Steine nebeneinander. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass es größer werden soll. Und dann brauchen wir im Grunde nur eine Fläche, ne? Ja. Ja gut, versuche ich. Mal gucken, vielleicht kann ich das ja von hier aus machen. Das wäre natürlich... Komm her. Ja, da komm, ich entlasse dich jetzt mal. Ich schau mal, wie viel kann ich denn noch aufnehmen? Oh, ich kann ja auch noch mal leveln. Ach, na, kannst du das Licht vielleicht mal so einstellen, dass ich nicht ständig geblendet werde? Was bitte? Das Licht so einstellen, dass ich nicht ständig geblendet werde. Wieso, hast du Licht bei dir? Nee, aber die Sonne. Das Licht, das blendet mich. So, warte mal, wir haben. Das kannst du doch wohl selber einstellen. Nix, nee. Das ist Serversache. Das ist mein Server. Das ist normale Optionen. Nee. Doch. Ja, meinst du? Warte mal, hatten wir denn nicht schon alles irgendwie? Wir hatten doch schon alles bis 100, ne? Bis auf diese schwarze da unten. Was war mit dem, was hinter 100 ist in den Engrammen? Ja, das... Das wird nicht freigeschaltet, ne? Nein. Okay, gut. Dann haben wir aber alles. Okay.
Entschuldige, wenn ich dich bedrohe. Ich nehme mal die Axt beiseite. Knuddel. Irgendwie sieht das süß aus. So, jetzt gib mir mal 1000. Nee, Holz habe ich genug. Aha, jetzt hat die Enola das falsche Floß geholt. Na ja, gut, dann nehme ich jetzt. Was? Wer hat sich was geholt? Du hast auf ein Floß eine Kiste gebaut, ne? Keine Ahnung, nimm es ruhig, ist doch egal. Nee! Weil ich habe jetzt hier ein Floß genommen, gehört Enola, steht da drauf. Ja. Aber ich dachte, das wäre meins. Ich vermute mal, dass du meins genommen hast. Keine Ahnung, ich habe kein Floß, da unten steht da eins. Aha. Wer ist das deins? Ja gut, deins steht jetzt bei mir unten am Fluss praktisch. Ja, ist gut. Dann hole ich mir das andere noch. Das kannst du auch benutzen, meinst du? Nein, darum geht es nicht. Ich wollte nur, dass die hier praktisch auf unsere Zufahrt am Hafen hier praktisch unten stehen, weißt du? Hm. Achso. Okay, warte mal. Ich könnte mal was versuchen. Okay, du kannst erstmal hier stehen bleiben jetzt. Moment, nochmal. Verhalten, Folgen deaktivieren. Genau, wir versuchen mal hier hochzukommen direkt. Ja, wie geht das am besten? Also wir müssen uns ein paar Sachen bauen. Was mache ich denn? Eure Tiere haben, deine Tiere haben alle keinen Sattel, ne? Kann mal jemand pfeifen, dass die Tiere mal alle aus dem Weg kommen? Das mache ich das. Pfeif doch. Ja, dann laufen sie nur alle. Die Tiere, die bei mir sind, die brauchen auch keinen Sattel. Nein, aber deine Tiere stehen bei mir. Und deswegen wäre es ganz. Ja, weißt du auch warum? Weißt du auch warum? Ja. Ja, warum? Warum? Ja, ja. So, Christa, hopps, komm, gleich weiter. Mein Alphons steht nicht im Weg. Nein, aber es sind die Tiere von Spock, die so ein bisschen, die kommen aber auch nicht sehr viel näher ran. So, ihr Lieben, wir sagen dann erst einmal wieder Tschüss, macht gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut, gut werden, Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, wisst ihr ja, da stehen wir drauf. Und wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Oh Mann, ey.